Mein Name ist Jan Pawlowski, ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Ruhr-West. Wir leiten ein Konsortialprojekt gemeinsam mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, das Projekt ÖWR, öffentliche Wissensressourcen. Und es geht darum, in öffentlichen Verwaltungen Open Educational Resources bekannt zu machen, einzusetzen und zu verbreiten. Das Projekt ÖWR möchte für Open Educational Resources in der öffentlichen Verwaltung sensibilisieren und den tatsächlichen Einsatz erproben und validieren. Unsere Zielgruppen sind insbesondere Multiplikatoren, das heißt Ausbilder der Ausbilder etwa, das heißt Amtsleiter, IT-Verantwortliche, Personalverantwortliche, bis aber hin auch zu den ganz konkreten Nutzern, die mit uns den Einsatz von OER dann austesten. Wir können in dem Projekt auf einem recht breiten Erfahrungsschatz aufbauen. Wir haben bereits in einem europäischen Projekt, EAGLE, untersucht, welche Barrieren, welche Anforderungen und welche Lösungsmöglichkeiten bestehen. Und diese werden wir nun im deutschen Kontext anpassen und dadurch für die Situation vor Ort lokalisierte Lösungen entwerfen. Wir werden das Projekt in zwei großen Phasen durchführen. Die erste Phase ist eine Sensibilisierungsphase, in der wir versuchen, Anforderungen herauszubekommen, Kompetenzen, die in öffentlichen Verwaltungen bereits bestehen, zu analysieren. In einer zweiten Phase werden wir dann darauf aufbauend Ausbildungskonzepte entwerfen, Interventionen entwerfen und konkret für verschiedene Zielgruppen Ausbildungsworkshops anbieten. Wir haben bereits damit begonnen, Praktika in Workshops zu sensibilisieren. Am 8. Februar 2017 haben wir bereits einen Workshop mit einer Verwaltung in Rheinland durchgeführt, wo nicht nur Mitglieder der Verwaltung dort vor Ort waren, sondern aus der gesamten Region. Dort haben wir bereits die ersten Strategien entworfen, wie wir die zweite Phase, nämlich die Ausbildungskonzepte, zugeschnitten auf die einzelnen Verwaltungen durchführen können. Wir sollten sehen, dass die Chancen von Open Educational Resources in öffentlichen Verwaltungen wirklich sehr, sehr groß sind. Man nimmt ja häufig öffentliche Verwaltungen als sehr konservativ wahr, aber das ist nicht so. Wir sehen Open Data Initiativen, wir sehen Open Government Initiativen und dort können wir genau einsetzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Open Bewegung in gemeinsamen Projekten angehen, dass wir es schaffen, Open Data, Open Government, Open Educational Resources als eine Idee, als ein Konzept anzusehen und dort wirklich gemeinsame Strategien aufzusetzen. Ich glaube, wir schaffen es dadurch, Open Educational Resources wirklich in die Breite zu tragen.